Servus Leute und willkommen zurück zu Prison Architect. Ja, der neue Patch ist draußen. Kann sein, dass die heutige Folge ein bisschen später kommt. Wenn ja, tut mir leid. Folgendes. Wir haben ein bisschen Geld. Eins kann ich... Ich habe gerade, als ich das Spiel gestartet habe, als ich den Spielstand geladen habe, einmal 20.000 für Subventionsabschlüsse bekommen. Weiß ich jetzt nicht genau, wo die herkommen. Das kann ich mir jetzt nicht ganz erklären. Irgendwas habe ich abgeschlossen, ich weiß allerdings nicht was. Könnt ihr mir mal sagen, was da noch fehlte? Der zweite ist, ich habe die Elektroschocker wiederbekommen. Ich habe das Geld für die Taser wiederbekommen. Das waren, glaube ich, 12.000. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe gecheatet. Das kam vom Patch her. Folgendes. Der Patch hat einiges hinzugefügt wieder. Kann ich den eigentlich verringern mal? Was kriege ich denn da weniger? 25, gut, das können wir mal machen, dann haben wir ein bisschen bessere Bilanz wieder. Folgendes. Der Patch hat recht viel geändert, ich glaube nichts hinzugefügt. Doch, es hat was hinzugefügt. Erstens mal, glaube ich, sind ein paar Texturen anders. Das kann aber auch an aktualisiertem Workshop-Content liegen. Dann, das Spiel wurde schwerer gemacht. Aus folgendem Grund, wir haben es ja gesehen. Hier ist es momentan so, es ist Ruhe. Das Gefängnis läuft stabil und es gibt eigentlich nichts, was man tun müsste, außer sich erweitern. Jetzt wurde in dem heutigen Patch, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Video anschauen. Das wird sehr gut erklärt, das ist halt auf Englisch von Introversion. Das findet man bestimmt auf YouTube. Ich weiß es nicht, ob ich das verlinken soll, keine Ahnung. Kann ich auch mal machen, wenn ich dran denke. Es wurde jetzt hinzugefügt. Ich kann das, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt sehe. Denn wir müssen jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf unsere Gefangenen achten, sagen wir mal so. Ja, kann ich mir überhaupt welche leisten? Ja, kann ich auf jeden Fall. Normales Risiko haben wir ja letzte Folge diesen Zellenblock hier noch neu gebaut, das sollte also locker gehen. Wenn ich jetzt auf den Gefangenen gehe, schauen wir uns den mal an. Gibt es jetzt einen Punkt Charakter? Die haben nämlich jetzt gewisse Fähigkeiten. Wir sehen das jetzt nicht, weil ich leider keine leider keine Informanten habe. Ich muss allerdings mal damit arbeiten. Es gibt nämlich jetzt diese Charakterfähigkeit. Die können Gefangene zufälligerweise haben. Also die haben einfach irgendeine random Charakterfähigkeit oder gar keine oder mehrere oder keine Ahnung was. Die beeinflussen das Verhalten des Gefangenen. Es gibt zum Beispiel Charakterfähigkeiten, dass die einen Elektroschocker aushalten. Zum Beispiel so in die Richtung. Es gibt besonders aggressive Leute. Es gibt Leute, also Gefangene, die mit einem Schlag töten können, weil sie irgendwelche Kampfkünste beherrschen. Das finde ich auch sehr cool. Also ja, es gibt auch noch sehr extreme Gefangene, sagen wir mal so. Die kommen aber jetzt in der Stufe noch nicht so extrem. Nur wenn man dann die hohe Sicherheitsstufe aufnimmt. Aber das werde ich dann hier drüben machen mit einem separaten Hochsicherheitsgefängnis. Es gibt auch Gefangene, die den Charakter haben eines Ex-Cops quasi, also Ex-Law Enforcement oder wie die Dinger heißen. Die sind gefährdet, dass sie von anderen Gefangenen ermordet werden, wenn die das rausfinden, dass das Cops sind. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal vielleicht, wenn mal einer hier in Solitary sitzt, zum Beispiel er hier, den wollte ich jetzt eigentlich nicht demontieren, tut mir leid. So, das ist bestimmt einer... Ein Custom-Ding mit dem Tattoo hier. Kann ich den... Wie war das jetzt nochmal mit den... Mit den Informanten? So, es gibt jetzt auch noch... Das gibt's noch nicht neu hier. Es gibt jetzt auch noch was ganz Neues quasi. Es gibt jetzt zwei neue Stationierungsart. Nämlich quasi schutzhaft, was hier ein bisschen komisch übersetzt ist. Und extrem mehr Sicherheitsstufe. Man kann diese beiden Sicherheitsstufen nicht bekommen. Also die kann man hier nicht anfordern. Die muss man manuell vergeben. Das heißt jetzt also quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, einer meiner Informanten ist gefährdet, kann ich den in Schutzhaft nehmen. Oder wenn jemand dabei ist, der wirklich extrem viel Ärger machen könnte, kann ich den in Hochsicherheitshaft stecken. Ist an sich recht praktisch. Also es wurde jetzt sehr viel rumgedreht mit den Gefangenen, dass die ein bisschen mehr Bedrohung darstellen. Heißt, wir müssen besser aufpassen, was sowas angeht. Jetzt kann ich mal kurz schauen. Habe ich die Informanten über... Ich glaube, ich habe die Informanten noch gar nicht erforscht. Kann das sein? Muss man die erforschen?
Nö. Eigentlich nicht. Ach ja, und was mit den Elektroschockern geändert wurde, ist, die werden jetzt nicht automatisch ausgegeben. Und zwar muss man erst seine Wachen alle durch diesen Taser-Lehrgang schicken, damit die das nutzen können. Wir haben jetzt also 30 Wachen, die Taser haben wollen. Und da müssen wir jetzt erstmal einen Klassenraum schaffen hier oben. Haben wir jetzt eher weniger Platz dafür. Ich kann aber Platz schaffen, theoretisch. Theoretisch, wie gesagt, ich weiß noch nicht wo. Ich glaube, ich mache das so, dass ich das Büro hier hinten abreiße, dann den Personalraum reinmache und dann hier vorne vielleicht einen Klassenraum fürs Personal erstelle. Das wäre vielleicht die klügste Variante, oder? Oder ich mache hier hinten, baue hier hinten das um, dass ich das anders machen kann. Es wäre sowieso klüger, wenn wir den ganzen Shit hier hinten mal umbauen. Aus folgendem Grund, ich möchte hier vorne nämlich ein Büro vom Psychologen haben, damit man später Alkoholtherapien oder so Sachen machen kann. Da brauchen wir einen Zugang hier rein, quasi, dass man da reingehen kann. Dass die Gefangenen hier quasi keinen Zugang haben, das wäre ein bisschen schlecht. Und ja, dann könnten wir das theoretisch mal umbauen. Das Problem ist, ich muss halt dann die ganzen Büros muss ich dann halt neu verlegen. Das ist aber nicht so das Problem. Das sollte funktionieren. Wir werden jetzt also erstmal nochmal weiter umbauen. Ich meine, wir haben jetzt Gefangene, wir kriegen auch weiterhin welche dazu. Das heißt, wir kriegen Geld. Das sollte ja erstmal dann passen. Ich setze jetzt mal fort, dass hier irgendwas vorwärts geht. Ich plane mal das kurz, was ich jetzt hier vorhab. Ich würde gern... wie mache ich denn das jetzt? Das ist zu groß für ein Psychologenbüro. Aber ich kann da ja... Ja, wobei, das könnte eigentlich passen, weil dann könnte ich dann so ein... Da könnte ich da sehr viele Stühle reinmachen und dann habe ich Kapazitäten für die Alkoholtherapie. Zwar ziemlich große Kapazitäten dafür. Dann kann man... Der Gang geht ja ganz normal weiter hier. Wobei, den könnte man eigentlich dann eins nach drüben verlegen. Wenn ich eh schon am Umbauen bin, dann mache ich das wenigstens anständig. Moment. Machen wir hier quasi den Gang durch. Ich markiere das jetzt einfach mal hier. Moment, die Wände können bleiben. Was haben wir denn hier Schönes? Die müssen ja 4x4 sein, ne? Da kann ich hier quasi die Büros machen. Die sind zwar dann größer als eigentlich nötig, aber das ist ja nicht so das Drama. Dann kann ich theoretisch das bis nach... Kann ich die Büros hier auf dieser Seite machen? Ist auch irgendwie doof, oder? Ich brauche 5 Büros. Soll ich das bis hier draußen ziehen? Also müsste ich das so machen. Oder natürlich dann... So könnte man es machen. Dass ich hier hinten quasi den Klassenraum reinmache. Ist das jetzt eigentlich mittig? Moment. 5 Meter... 6 Meter. Nein, natürlich nicht. Scheiße. Dann müssten wir das so machen, aber dann wird der wieder zu klein. Ja, wobei, das geht von der Größe ja noch locker auf. Ich meine, das ist eh 5x4 jetzt und das ist auch groß genug für so ein Psychologenbüro. Dann haben wir hier hinten den Klassenraum. Oh. Jemand hat eine Schaufel geklaut. Die Tunnel wurden auch geändert. Da muss ich dann auch noch was ändern mit den Patrouillen. Jetzt plane ich hier erstmal, dann ändere ich das mit den Patrouillen kurz. Da muss ich nämlich was umbauen. So, das, was schon existiert, mache ich mal weg, dass wir da nicht so 3 Millionen verschiedene Planungen haben jetzt. Gut. Dann haben wir das so. Haben wir hier hinten den Klassenraum. Da kann man hier eventuell noch ein Büro einfügen. Hier vorne den Personalraum. Da haben wir 4 Büros, das ist zu wenig. Dann müssen wir hier den Personalraum machen. Einen Sicherheitsraum brauchen wir aber... Ja, dann mache ich hier den Personalraum. Die sind ja groß genug eigentlich. Haben wir hier 5 Büros, einen Personalraum. Das passt. Und dann kann ich hier vorne Sicherheitsbüro. Das ist aber ein bisschen zu klein. Rüstkammer kann... Ich glaube, die Rüstkammer könnten wir kleiner machen. Wobei das vielleicht auch eine schlechte Idee ist, weil dann haben wir kein Erweiterungspotenzial für das Ding, ne?
Ist auch doof. Ich lasse die Rüstkammer mal so. Wobei, die wird ja eh umgebaut, die wird ja dann eh größer. Dann machen wir die vielleicht ein bisschen kleiner. Machen wir die Rüstkammer hier so. Ja, ich weiß, das wird ein ziemliches Umbauchaos jetzt dann. Machen wir die Rüstkammer quasi hier so. Und dann wird das schon, hoffentlich. Mal schauen. Der Sicherheitsraum wird dann ein kleiner, aber eigentlich muss der auch gar nicht so groß sein. Ja, ganz ehrlich, der ist ja... Naja, der Platz ist ungenutzt und das macht irgendwie keinen Sinn hier. Das Problem ist halt, wir müssen jetzt alles umbauen und alles irgendwo provisorisch unterbringen. Das ist ein bisschen doof jetzt. Aber gut, das kriegen wir schon irgendwie hin, schätze ich mal. Alles hier drin mal bitte abbauen. Genauso wie der Personalraum schon mal abgebaut wird. Dann können wir hier schon mal ein bisschen anfangen. Die Türen können ja mal weg. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Büros... Na doch, die Büros funktionieren, glaube ich. Die müssen nicht innen sein, die Büros. Das ist jetzt nicht das Problem, soweit ich weiß. Oh Mann. Dann werden wir erstmal die Rüstkammer verlegen, glaube ich. Damit die richtig wird. Wobei dann... das auch mal weg kann. Das wird ja dann eh umgebaut. Hallo, wieso geht die Montieren gerade nicht? Hä? Irgendwas buggt da gerade rum. Ich würde nämlich gerne hier die Tür demontieren, aber ich darf irgendwie nicht. Na gut, dann machen wir es auch manuell. Ist ja auch kein Problem. So, das wird jetzt witzig. Was ich nebenbei, bis die abreißen, noch machen kann, ist mal die Patrouillen zu ändern. Denn, wenn Tunnel müssen jetzt, sind jetzt ein bisschen schwieriger zu entdecken. Die waren ja früher eigentlich durch Razzien relativ gut zu entdecken. Es wurde jetzt insofern geändert, dass sich erstens mehrere Gefangene zusammentun, um Tunnel zu graben. Das heißt, so benachbarte Zellen, zum Beispiel drei Zellen, tun sich zusammen, graben jeweils drei Tunnel, also jeder gräbt quasi eine Tunnel raus, die müssen aber nur... Okay. Die müssen aber nur ein Grabwerkzeug quasi haben, also nur einen Löffel, Schaufel oder was auch immer. Dann werden die jetzt nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit von den Wachen entdeckt, wenn die die Zelle durchsuchen. Das heißt, es wird nicht immer entdeckt, dass ein Tunnel da ist. Hunde können den allerdings entdecken, aber auch nur umständlich, sagen wir mal so. Das heißt, ich werde hier draußen weitaus mehr Hundepatrouillen brauchen. Ach, deswegen kam das Geräusch gerade, weil ich irgendwo ein Patrouillending hatte. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Ich werde jetzt auch... hier die Patrouillen können wir lassen. Innen drin macht es keinen Sinn, Hunde patrouillieren zu lassen. Das macht auch keinen Sinn hier. Du kommst hier weg. Dann können wir das verbinden. Das ist eine bewaffnete Patrouille. Ja, das sind zwei bewaffnete Patrouillen, die hier durchpatrouillieren, ne? Hier kannst du eigentlich auch mal auslassen. Das ist, da musst du nicht durch diese komischen Schleusen immer durch. Ach nee, ich hatte die ja... Entschuldigung. Ich hatte die aus dem... Ja gut, eigentlich können die hier verbunden werden. Dann patrouillieren halt beide auf dem gleichen Pfad. Das ist jetzt nicht das Problem. Gut. Da ist bewaffnet. Da sind normale Wachen. Das passt. Die Hunde müssen hier drauf. Das Problem ist halt, ich muss jetzt schauen, weil hier außen keine Zäune sind. Das heißt, die können sich relativ leicht hier rausgraben. Wir werden also wohl oder übel hier nochmal Zäune ziehen müssen. Erstmal. Das Problem, was ich damit so ein bisschen habe, ist, die muss ich, wenn dann, so ziehen, dass ich gleich Platzreserven habe. Weil sonst macht das keinen Sinn. Das Blöde, was mich bei Zäunen halt immer stört, ist, dass man die im Endeffekt eh wieder alle abreißt. Weil wenn ich erweitern muss, muss ich ja das ganze Zeug wieder abreißen. Aber gut, das soll ja jetzt mal nicht das Problem sein. So, meine Arbeiter haben auf jeden Fall jetzt genug zu tun. Erstmal. Dann könnt ihr das abreißen. Das könnt ihr abreißen. Ja, die haben auf jeden Fall jetzt sehr viel zu tun. Kann man so sagen. Hinten haben wir auf jeden Fall dann auch relativ viel Platz. Wird sich dann zeigen, wie wir den nutzen. Den Zaun lasse ich mal, dass die Gefangenen nicht dahinter laufen. Soll ja auch nicht sein. So. Ach ja, vielleicht sollte ich nicht so schnell laufen lassen. Ich wollte die Patrouillen ändern. Gut, denn... hier hinten hatten wir schon eine Patrouille, aber die wird irgendwie nicht bedient gerade.
Hier, warum? Was ist denn mit den Hunden los? Wo sind denn die? Ach, die sind gerade alle hier im Zwinger. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr Hunde. Ich brauche mehr Hunde. Wir brauchen mindestens einen Hund mehr, weil sonst passiert genau das, was ich jetzt als Problem habe. Wie, warum waren das jetzt nochmal? Ich glaube, so rum waren die, oder? Ich glaube schon. Baut mal bitte einer diese Hundebox und dann machen, stellen wir noch einen Hundeführer ein, dass zumindest einer immer patrouilliert. Denn die Hunde, wie gesagt, entdecken Tunnel. Oder können Tunnel entdecken, sagen wir mal so. Das wird dann quasi mit einer Fahne markiert und dann kann man den beheben, diesen Tunnel. So, hier wird fleißig gearbeitet. Hat, ja genau, hier habt ihr schon alles gemacht. Dann kann ich mal den Raum hier entfernen. Gut, das Büro wird auch entfernt hier hinten, das brauchen wir ja dann nicht mehr. Dann kann ich hier erstmal neue Wände ziehen. Wobei, das wäre jetzt irgendwie Schwachsinn. Ich muss die Rüstkammer gerade mal wegmachen. Ja, wobei, das kann bleiben. Der Waffenschrank hinten kann bleiben. Entschuldigung. So. Die müssen aber weg. Dann ziehen wir hier hinten eine neue Wand. Beziehungsweise reißen erstmal die hier ab. Die brauchen wir dann ja nicht mehr momentan. Ja, meine Leute werden jetzt auf jeden Fall viel zu viel zu tun haben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber wir müssen da ein bisschen dem Rechnung tragen, dass das halt jetzt alles ein bisschen komplexer geworden ist. Und die brauchen jetzt seit Neuestem, wie ich sehe, einen Stromanschluss. Das war bisher auch nicht so. Na gut, das ist jetzt nicht so das Problem. Dann ziehe ich halt einfach von hier aus. Die Servomotoren brauchen einen separaten Stromanschluss jetzt. Oder brauchen die nur einfach einen nahen Stromanschluss? Ach, guck mal, wir sind auch in der Versammlung. Ach, weil da wieder kein Strom da ist. Ach Gott. Macht mal hier offen. Dass die Leute auch und die LKW auch rauskommen, weil sonst haben wir hier ein kleines Problem. Also man sieht jetzt, die brauchen Strom. Was jetzt irgendwie nicht so ganz praktisch ist, weil ich... Na, obwohl, geht eigentlich. Kann ich ja hier einfach rüberziehen. Dann brauchst du da oben wahrscheinlich auch Strom, ne? Genau. Dann ziehen wir das einfach hier rüber. Das Kabel müssen wir eh verlegen, wenn wir hier nach drüben expandieren wollen. So. Bis dahin machen wir die Tore einfach mal auf. Ich hoffe mal, es kommt nicht gerade ein Gefangener raus. Das wäre jetzt doof. Aber das wird schon gehen. Die Tore bleiben halt einfach mal offen, bis die automatischen Türöffner wieder Strom haben. Wusste ich jetzt auch speziell nicht, dass die jetzt Strom brauchen, die Dinger. Aber scheint so zu sein. Die haben alle Strom, das ist gut. Braucht man noch irgendwo Strom? Ja, das haben wir ja schon erledigt. Da kommt ja gleich Strom hin. Hier oben, die haben alle Strom, wie es aussieht. Ja, passt. Gut, alles klar. So, ach guck mal, hier gibt es Fortschritte. Super. Ja, meine fleißigen Arbeiter sind am Arbeiten. Gut, was sollen sie auch sonst tun? Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie das aussieht. 18 Minuten habe ich schon wieder und ich habe eigentlich nur den Patch gelabert und ein bisschen was umgebaut. Wir sehen uns übermorgen in der nächsten Folge und bis dann. Servus.